Da ist gar keine Tür drin. Ah, ich bin so blöd. Links und rechts sind die Türen davon. Maximilian, der Magier. Weißt du was? Ich kaufe mal was bei dir. Und zwar diesen tollen Flora-Zauber. Nee, Unbesiegbarkeit immer doof. Halt Flüche. Gegen alle Krankheiten. Heilsame Magie, das war der Beste. Den nehmen wir. Kann noch von Nutzen sein, denke ich. Und dieser Wasserzauber, wo ist der nochmal? Den wir von den Nixen bekommen haben. Für so große Schaden. Lichtkugel. Setzt die Kraft der Sonne frei. Schrecklich cool. Den mit dem großen Schaden. Komm, da kaufen wir uns jetzt noch ein paar von. Scheiß was drauf. Wir müssen noch ein paar verwenden, so. Und der hat noch einen zweiten Stock hier, der Magier anscheinend. Laden. Ja, das ist doch mal ein toller Name. Hallo Süßer, willkommen. Was kann ich für dich tun? Handel mit Otaku? Einkaufen? Handel mit Otaku. Ich möchte nicht einkaufen, wo ist Otakus Laden? Otakus Laden? Du findest ihn neben der Drogerie. Er hat allerdings zu. Früher besaß er den Laden zusammen mit seinem Bruder. Wong. Okay. Schau dir alles an. Ach, das ist der Sachenhändler. Achso. Oh, was ist das? Ja, minus 13. Danke sehr. Am Arsch. Otaku. Ich krieg die ganzen Zusammenhänge durcheinander. Wir waren nochmal Otaku. Von dem wollten wir auch irgendwas. Ja, ja, ich weiß. Aber... Orakel, helf du mir mal. Genau, was soll ich als nächstes tun? Schnelles Rennen bringt dir Glück. Noch, ach doch, neue Schuhe sind vonnöten. Die hab ich doch schon. Die hab ich doch schon, liebes Orakel. Sollte öfter mit dem Architekten zusammenhängen, das Orakel. Ja, wer Matrix kennt, weiß, was ich meine. So. Was ist hier los? Es war grausam, sie einfach so in der Kälte auszusetzen. Wenn ich nur wüsste, ob meine Tochter noch am Leben ist. Du hast deine Tochter in der Kälte ausgesetzt. Oh, Lisi. Warum machst du sowas? Jetzt geht es uns gut, doch früher war es manchmal hart. Wir mussten sogar unser Baby aussetzen, um selbst zu überleben. Heute bereue ich es. Ich bete, dass Lisi noch am Leben ist. Ja, klar. Ich würde viel dafür geben, sie wenigstens einmal zu sehen. Wir haben nur an uns gedacht. Ja, toll. Muss ich auf irgendeinem kalten Kontinent jetzt ein Kind namens Lisi suchen, oder was? Das vergesse ich doch sowieso alles wieder, Leute. Oh, Mann. Ich kenne die Stadt sehr gut. Es gibt hier etwas Besonderes. Neugierig? Ja, klar. Hör genau zu. Die Leute haben viel zu erzählen. Man sagt, dass der Schatz der Burg gestohlen wurde. Mit den Turboschuhen kannst du Spoten und Gegner rammen. Der Dieb soll sich auf einer Insel versteckt halten. Ja. Aber ich habe die Schuhe doch schon längst gefunden. So, alles nichts Neues. Nördlich war der Arzt. Bist du der? Nee, ist ja doch keine Ärzte hier, ne? Ich habe leckere Früchte. Nur 10 Taler. Billig, billig. Ja, komm. Lecker. Naja. Brennnesselsuppe gekocht. Komm, hau rein. Scharf. Die Zutaten sind geheim. Das ist gar keine. Das ist doch eine Tür, meine ich doch. Otaku. Aha. Otaku ist oben, doch er verhält sich merkwürdig. Er redet nicht mit jedem. Naja, das ist ja auch schon mal schön. Was? Wer bist du? Hier gibt es nichts mehr. Ich habe geschlossen. Ja, dann ist es halt so. Mit dem müssen wir mit Sicherheit noch irgendwas machen. Was ist denn hier noch? Medizin, das ist gut. Das ist hier der Arzt irgendwo, ja? Da ist er wohl. Und wer bist du? Er ist ein großartiger Arzt. Es gibt nichts, was er nicht heilt. Okay, dann habe ich ein Führmittel für dich. Achso, ich darf nicht von hier aus sprechen mit dir. Okay. Hallo, bist du ein Freund des kranken Mädchens? Sie leidet sehr. Ein Fieber böser Träume plagt sie. Sie kann ihnen nicht entkommen. Nur eine Wurzel namens Ginseng kann von ihrer Qual erlösen. Otakus Laden hat früher Ginseng verkauft. Doch den gibt's nicht mehr. Leider auch ich... Was leider? Auch ich bräuchte Ginseng. Ich habe doch hier... Doch ausgerüstet, oder? Das Fiebermittel.
Ja, doch den. Ja. Gut, dann eben nicht. Wir brauchen von Otaku auf jeden Fall Ginseng. Aber dazu müssen wir, glaube ich, seinen Bruder Wong finden, wenn ich das richtig verstanden habe. Sonst redet er nicht mit uns. Wo war ich jetzt noch nicht drin? Hier war ich, ne? I think so, oder? Ich muss mal gucken. Ja, da waren wir drin. Das waren die, die ihre Tochter Lisi ausgesetzt haben. Die Schweine! Und hier waren wir überall drin. Hotel? Ja, klar. Gut, dann denke ich, sind wir erstmal in Yomei durch. Oder war hier unten noch was, was ich nicht gesehen habe? Nö, ich glaube nicht. Dann gehen wir erstmal wieder raus und reisen nochmal weiter. Achso, Burg Drachenfels. Okay, Leute. Wollen wir erstmal wieder einen Dungeon zusammen erledigen? Könnte man mal machen. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, wir machen mal wieder einen kleinen Dungeon. Der hat aber große Ähnlichkeiten mit dem letzten, ne? Also den letzten großen Dungeon, sag ich mal, wo wir die Hexe als Endgegnerin hatten. Das ist ja schon wieder lange her. Aber das war eigentlich der letzte richtige Dungeon. Wer bist du? An diesem Ort hast du nichts verloren. Na toll. Och man. Ich wollte doch hier rein. Mann, ich darf noch nicht. Dann brauchen wir wohl erst den Auftrag, hier reinzugehen, zu dürfen, zu tun, haben sein. Na gut, kein Dungeon, Leute. Dann segeln wir erstmal weiter. Wir sind ja bald rum hier um die ganzen Kontinente. So. Es ist, ich habe es von Anfang an gesagt, ein sehr umfangreiches Spiel und es gibt hier viel, viel zu tun. Ihr merkt das. Aber ich finde, das macht auch so ein bisschen den Reiz aus von diesem Spiel. Und deswegen hatte ich auch lange Zeit halt mich so ein bisschen davor, ja, davor ein bisschen gescheut, das Spiel in Angriff zu nehmen, weil es halt lange dauert. Aber das macht nichts. Es macht Spaß, das Spiel. Mir jedenfalls. Und ich hoffe, euch auch. Kapstadt ist hier. Hier ist Kapstadt und hier können wir anlegen. Da oben ist eine Oase. Da wollen wir hingehen. Karawane. Die Karawane zieht weiter. Kamele, was machen die für Geräusche? Gar keine Geräusche. Ah, wieder Krüstermusik. Ich liebe dieses Lied. Das muss ich mir unbedingt nochmal irgendwo besorgen. Das Lied ist geil. Wir Wüstennomaden bauen unsere Camps in Oasen auf. Na, nicht in den Oasen, aber an den Oasen, würde ich mal sagen. Wir Händler kaufen in der Stadt und verkaufen auf der Reise. Einkauf gefällig? Ja, lass mal gucken. Was bietest du an? Ich habe dich gerade gefragt, was du anbietest. Ja, jetzt geht's auf einmal. Ja, ich will's ja gar nicht so. 14, oh, minus 20, ja, du hast tolle Sachen, du hast tolle Sachen. Wir Wüstennomaden, ja. Wir Händler kaufen, ja, was hast du denn? Was ist das denn? Kunstgegenstand besonderer Güte. Ja, den kaufen wir. Da können wir mehrere von kaufen. Ne, einer reicht, glaube ich. Aber immerhin, ja, ich... Sollen wir mehrere kaufen? Ich überlege gerade. Wir hätten ja genug Geld, aber nee, ich glaube, ich lasse es besser bei einem. Da kann doch bestimmt einer was mit anfangen. Trauen niemals der Wüste. Viele Menschen ließen ihr Leben im heißen Sand. Ihre Knochen bleichen im Herz der Wüste in der sengenden Sonne. Oh, das ist aber schön formuliert. Obwohl das traurig ist. Hm. Aber eine schöne Formulierung war es trotzdem. Hier ist nichts. Wieso haben alle Oasen und Nomaden und die Quattros, die Zigeuner da alle immer drei Zelte, die so angeordnet sind? Das ist die neue Mode oder so unter den Nomaden. Muss wohl. Er hat mich zwar gewarnt, aber ich will trotzdem hier in die Wüste gucken, denn ich bin der Meinung, hier in der Sahara gab es irgendwo was. Irgendwo gab es hier in der Sahara einen kleinen Punkt, den man so nicht erkennen kann. Auf einmal ist hier doch was. Warte ab. Irgendwo war hier was in der Wüste. Bin mir fast zu 100% sicher, doch. Komm, irgendwo ist hier was. Ich weiß es. Ah! Aha. 703 Taler. Naja, gut, ne? Warum nicht?
war aber anscheinend alles, ne? Oder gibt's hier noch einen Punkt? Oh! Sahara. Ja. Ist die Frage, ob wir hier so lang gehen sollten. Nö. Ich weiß auch nicht, ob die was bringt, ehrlich gesagt. Oder ob wir irgendwie noch einen Tipp brauchen, wenn er durchkommt. Lassen wir das lieber mit der Sahara erstmal. Wir haben Geld gekriegt, das ist doch schon mal gut. Und jetzt sind wir auch Tatsache bald rum. Und das ist gar nicht mal so schlecht, denn wir wollten ja noch hier... Ah, guck mal, wo wir hier wieder sind. Ha! Hier waren wir ja lange nicht mehr. Aula, wir sind wieder da. Sagst du eigentlich was Neues zu uns? Ein Forscher soll einst in Afrika ein Tierparadies entdeckt haben. Angeblich fand er sogar einen wunderschönen Edelstein. Den habe ich mitgebracht, glaube ich. Aber danach verschwand er spurlos in der Sahara. Den Schatz hatte er wahrscheinlich bei sich. Unfassbar. Oh, den Edelstein brauche ich von dem... Den muss ich haben. Oder wir haben den... Nee, ich glaube... Nee, das ist... Der Edelstein... den hat er bestimmt auch bei den Nomaden gekauft und ist dann verschütt gegangen. Ich denke mal, so war das. Und deswegen haben wir den jetzt trotzdem. Irgendwie so. Oh, hier sind wir lange nicht gewesen. Hospital. So, Arzt. Es scheint, dass Columbo geistig und körperlich erschöpft ist. So. Also nichts Neues anscheinend. Gut. Hm. Wir müssen das auf jeden Fall irgendwie noch hinkriegen, dass das Flugzeug gebaut wird. Dafür brauchen wir dieses bestimmte Metall. Aber ich weiß noch nicht, wie. Das war der Töpfer. Ich stelle gerne solche Dinge her. Ich soll einen schönen Kirchenschmuck entwerfen. Nur was, vielleicht könnte ich ein wertvolles Mineral verwenden. So, pass auf. Jetzt kriegst du von mir... Bergkristall. Das ist doch ein wertvolles Mineral, oder nicht? Ich würde das so sehen. Mal gucken. Hallo, dieser funkelnde Stein sieht sehr interessant aus. Gibst du ihn mir? Klar. Bitte sehr. Es ist mir eine Freude. Vielen Dank. Das gibt mir das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Alex, gib den Bergkristall. Und jetzt? Dein Bergkristall hat mich dazu inspiriert. Na gut. Das wird schon auf jeden Fall irgendwie die Wirtschaft ankurbeln. Passt auf, das kommt schon noch. Aula wird wachsen. Glaubt's mir. Aber hier war doch noch irgendwas, oder? Hier ist der Sardinenmann, oder? Ja, das ist der Sardinenmann. Ich sehe das an den Fischkisten. Das Blech. Das Blech. Für den Sardinenmann. Was hast du denn da? Ist das etwa aus Metall? Das ist es. Das ist die Lösung, um die Sardinen zu konservieren. Würdest du mir das überlassen? Ja, klar. Hier, bitte. Ich habe sowieso keine Verwendung dafür. Du gibst es mir? Ehrlich? Das ist fantastisch. Alex, du gibst das Blech. Und nun? Vielleicht werde ich damit viel Geld verdienen. Ja, glaube ich auch. Gut, das haben wir also auch gemacht. Da war die Kirche. Da war, glaube ich, nichts Interessantes. Wir müssen... Ah, was mir gerade einfällt. Wir müssen auf jeden Fall noch auf diese eine Insel, wo der einsame, reiche Kauz lebt. Da oben müssen wir gleich hin, genau. Da müssen wir das Ölgemälde durch verticken. Wir können noch mal eben kurz in Loire vorbeigucken. Ob da was Neues war. Bin mir gerade nicht sicher. Wir könnten bei den Mädels vorbeigucken, wo wir die Klamotten rumgereicht haben. Die eine Näherin wollte doch, dass wir ihren Stoff da weitergeben. Also, ja, ihr wisst schon, nicht den Stoff, sondern den Stoff halt. Ist klar, ne? So war das hier. Nee, ach, das war die... Ah, von dir brauchen wir noch einen Wein. War wieder Wirk, ne? Lecker! Oh, er hat tatsächlich mal einen leckeren Wein produziert. Was? Er war gut? Super. Hätte ich nicht gedacht. Es ist aus Äpfeln hergestellt. Hier, nimm eine Flasche. Ah! So, sehr gut. Den Wein. Irgendeiner in der Stadt, wo die eine nur Bourbon gesoffen hat. Die wollte doch sowas probieren. Was Leichtes. Ah, oh, wo war das denn noch? Finden wir alles noch, Leute. Wir finden das alles noch. Wir müssen viel hin und her. Und gebt mir ruhig Tipps, wenn ihr noch wisst, wo das war. Bitte. Alle entlassen, oder was? Meine Angestellten sind alle getürmt. Was fällt denen eigentlich ein? Okay, dann kann ich ja nicht mit dir reden.